Und ich melde sich endlich wieder zurück zur Welt von Shakes and Fidget. Ja, jetzt habe ich ein paar Tage lang kein SF-Video gebracht, aber natürlich fleißig weitergezockt, wie man anhand der Pilze erkennen kann. Ich habe leider die Pilzdealer-Aktion verschlafen sozusagen und muss deshalb jetzt auf die nächste warten, noch knapp 3 Wochen, ein bisschen weniger. Ja, das ist nicht so schön. Und da war ich dann etwas demotiviert, denn ich wollte ja Ehre verloren, obwohl ich gewonnen habe. Nein, ich habe nicht gewonnen, weil ich im richtigen oder im falschen Augenblick geklickt habe. Ist ja nicht so, als wäre ich 34 Level höher gewesen als mein Gegner oder 33, aber egal. So, es gibt aber was mit Pilzen anzustellen und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Nämlich beim Schmied. Da hat ja jeder sofort gesehen, innerhalb der ersten Minuten, dass sich das Sockel-Upgrade eigentlich überhaupt nicht rentiert, bezüglich Preis gegen Leistung. So. Ach ja, übrigens, man sieht jetzt hier so, wenn der Gegenstand verbessert wurde, da sehe ich mir mal jemanden an, der da schon ein bisschen mehr verbessert hat. Und zwar mit hier plus 46 in Farbe, in der identischen Farbe wie Gegenstand 2x verbessert. Dass man besser erkennen kann, ob das Epic jetzt eigentlich schlechter oder besser ist als ein anderes. So musste man immer rechnen, etc. Ja, das war notwendig, dass diese Änderung kommt. Genau. Und jeder hat sofort festgestellt, hier jetzt einen Sockel reinzumachen, in diesen Hut, kostet 24.000 Splitter und lohnt sich einfach überhaupt nicht. Da sollte man lieber alles upgraden und so. Und von daher, jetzt gibt es allerdings die Alternative, dass man für 25 Pilze dieses Upgrade tätigt und dann diese ganzen Ressourcen nicht verwenden muss. Oder wenn man einen Sockel hat und einen Edelstein rausnehmen möchte, 10 Pilze. Ich weiß, also ich werde es jetzt mal machen. Und von daher, es lohnt sich, aber kein halbwegs High-Level-Spieler wird wahrscheinlich jemals einen Sockel hinzufügen mit diesen anderen Währungen, denn so, Moment mal, wie funktioniert das denn eigentlich? Angenommen, ich hätte die Ressourcen, habe ich dann noch einen zweiten Button, einen Button mit okay Pilze und einen Button mit okay Ressourcen. Na egal, ich mach's mal mit 25 Pilzen und habe jetzt diesen richtig feinen Hut. Der ist sehr gut. Den rüste ich aus und da gebe ich dann noch so einen richtig schönen Edelstein rein. 669 dürfte mein bester Intelligenzstein sein, den ich bisher besitze. 644, 645. Ja, definitiv. Und jetzt kann ich diesen Hut noch weiter upgraden. Denn das ist ein ziemlich aktueller. Also den habe ich erst neulich aus dem Klo irgendwann mal rausgezogen hier. Da werfe ich auch gleich diesen Glücksstein rein. Vor wenigen Tagen und deshalb ist das ein brandaktuelles Epic. Es sieht zwar nicht so schön aus, dieser Hut, aber hey, heute ist Frauentag, da darf man auch mal als Mann einen Frauenhut tragen, oder? Genau, dafür ist der Tag bestimmt da. Schilling, du machst alles richtig. So, und von daher würde ich mal sagen, ich werte dieses Item jetzt weiter auf. Das kostet dann zwar immer mehr und immer mehr. So, 3%, wie war das? 3% der Attribute oder 5? 3%, glaube ich. Genau, weil 10-mal kann man es upgraden und in Summe sind das dann 30%. Attribut, Upgrade hier, mache ich und die 19 werden zu 39. Boah, das zweite Attribut-Upgrade ist ja richtig teuer. Das ist ja brutal. 1800 kostet das dann schon von den Splittern. Das ist heftig. Seid ihr noch zu retten? Boah, Mann. Da muss ich ja jetzt wirklich überlegen, ob ich das machen soll. Doch, mache ich noch ein drittes Mal. Ich habe die anderen Items alle noch nicht aufgewertet. Aber warum? Das habe ich schon gesagt, weil die alle nicht so aktuell sind. Jedoch, wenn das dann so rasant zunimmt vom Preis her. Boah, wow, dann 3800 schon. Das Metall wird zwar nicht wirklich teuer. Nicht teurer, teuer, wie auch immer. Aber die Splitter steigen dramatisch schnell an. Moment, da will ich nochmal so bei anderen Leuten. Wie habt ihr das gemacht? Zweimal, zweimal. Ja, das Beste ist wahrscheinlich, wenn man alles zweimal verbessert und dann irgendwie wartet oder keine Ahnung. Zweimal, 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 viermal sogar die Waffe. Ja, das ist krass. Okay, also
habe ich dieses Teil mal zweimal verbessert, dreimal jetzt sogar. Aber wie gesagt, ist ziemlich aktuell, hat jetzt einen bombastischen Edelstein drin, werde ich wahrscheinlich lange behalten. Und weil ich so viele Ressourcen habe, jedes kann ich zumindest einmal aufwerten, ohne nachzudenken. Plus 18. Plus 18. Dann die Schuhe, kostet ebenfalls nur 3000. Plus 18. Hier wird schon teurer, die Waffe kostet doppelt so viel vom Metall, gibt aber auch direkt plus 37. Dann nächstes Item. Ja, plus 18. Ring mache ich noch flott, plus 19. Gürtel, auch 18. Und hier die Halskette, 19. Genau, das heißt, oh, durchaus sind da jetzt die Attribute ein bisschen nach oben gegangen. Ich habe die 9000 Basisintelligenz übrigens auch geknackt mittlerweile. Ja, das ist eben das Feature der Schmied, was sich hier geändert hat. Außerdem sieht man jetzt auch, wenn man schon 5-mal zerlegt hat, sieht man, was, ich muss deshalb jetzt auch ein bisschen sparsamer umgehen, es sei denn, ich bekomme so viele. So, dieses Item schmeiße ich da gleich rein und wenn man schon alle Items zerlegt hat, kann man trotzdem noch nachsehen, wie viel ein weiteres Item geben würde, wenn man es zum Beispiel für den nächsten Tag aufheben möchte. So, den Rüdiger werde ich dann irgendwann reinschmeißen und dann auch in den Waffenladen. Genau. Das ist der Schmied. Also, wie gesagt, ich freue mich zwar irgendwie, dass man jetzt den Sockel, dass ich diesen Sockel hinzufügen konnte. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht so recht. Das geht irgendwie am Feature vorbei. Denn jeder, der das Feature halbwegs mal durchblickt hat, der wird bemerken, dass es weitaus lohnenswerter ist, hier alles aufzuwerten, obwohl das jetzt schon 3800 Splitter kostet. Aber so ein Sockel, der ist auch unfassbar teuer. Und ja, also mal schauen. Auf jeden Fall, genau, 25 Pilze sind es und 10, um einen Edelstein herauszunehmen. Na gut, soweit mal dazu. Dann habe ich das Gold angespart der letzten Tage. So, ich habe auch einmal, zweimal vergessen, im Dämonenportal anzugreifen. Das ist leider, wenn meine Routine nicht da ist vom Videos drehen etc., dann kann es sein, dass man da auch mal vergisst. Oh, das ist schön, das ist schön. Da tut sich ja was, da tut sich sogar einiges. Vor allem, wenn man bedenkt, was ich da alles heute dazu bekommen habe. Bei jedem Item etwa 20 Attribute und dann mit Tränken etc. noch. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Was gibt's hier? 3 XXL-Tränke und genau die 3, die ich nicht benötige. So viel Glück hat man auch nicht alle Tage, oder? Dann hatte ich ein Level-Up, das heißt, ich kann meine Turmbegleiter mal hochleveln. 407, 407, 407, wo ist mein Bonbon geblieben? Und er darf sich freuen, denn er bekommt ein richtig feines Item, 611. Und sein altes hatte 557. Schön, 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 schön. Was ist bei der Hexe dran? Oh, falscher Laden. Waffen, oh, endlich, was für ein gutes Comeback. 20 Millionen und nochmal 20 Millionen, die habe ich schon lange im Inventar gehabt jetzt und endlich kann ich sie loswerden, da darf ich fleißig weiter skillen, schön, schön und schön, das war's, zu wenig Gold, alles ausgegeben, sauber, dann bei der Festung bin ich auch fertig geworden, da kann ich jetzt etwas ausbauen und weil ich leider nicht am Glücksrad gedreht habe, hat sich da natürlich nichts getan, weil ich eben... Die Holzfällerhütte wurde ausgebaut und da habe ich nie Ressourcen bekommen und beim Glücksrad habe ich nicht gedreht, weil ich das außerhalb der Aufnahme nicht gemacht habe. Deshalb werde ich jetzt den Steinbruch ausbauen, dauert 13 Tage und danach widme ich mich der Festung. So, Steinbruch, auf geht's, wird ausgebaut, dann kann ich mir endlich wieder alle Ressourcen abholen. Das war schweineteuer, aber egal, okay. So, was war das? 333. Oh Mann, was tut sich denn da bei der Ritterhalle so? 744 haben wir gildenmäßig. Das ist mein allerbester schwarzer Edelstein bisher. Das ist ja mal krass. Wow, und so eine richtig gute Mission. Was ist denn gerade los? Irgendwie belohnt mich das Spiel gerade für jede Aktion, die ich hier tätige. Und dieses Amulett gibt ebenfalls Splitter. Werfe ich da rein. Also, denn man muss das nur umrechnen. Hier einen Sockel hinzuzufügen oder 25 Pilze. Wenn ich jetzt, selbst wenn irgendwann die Attributs-Upgrades so teuer sind,
dass man sagt, man macht es nicht mehr und holt sich stattdessen einen Sockel. Man muss das nur umrechnen, wie viele Millionen an Gold man da eigentlich reinbuttert, um diese Ressourcen zu bekommen. Wenn ich jetzt hier sehe, ich weiß nicht. Okay, die Epics geben schon so einiges, aber dieses Amulett eben hat 100 Splitter gegeben. Das heißt, ich müsste 68 Amulette reinwerfen. Sind 120, 130 Millionen Gold in etwa. Und das nur, um einen Sockel hinzuzufügen. Mit 130 Millionen Gold kann ich 13 Mal skillen. Und das ist eine permanente Investition. Und so ein Sockel, da gibt es irgendwann wieder ein neues Item, dann muss ich nochmal einen Sockel hinzufügen etc. Ist auch hier eigentlich dann irgendwann zu bedenken bei dem Attribut-Upgrade. Ich weiß ja nicht, wie teuer das dann noch wird. Jetzt so 3800, okay. Aber wenn das irgendwann mal, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Splitter kostet, dann sind das 300, 400, 500 Millionen Gold, die man da praktisch reinbuttert. Und mit 300, 400, 500 Millionen Gold kann ich 30, 40, 50 Mal Intelligenz killen. Das heißt, ich habe die Wahl. Skill ich 50 Mal permanent Intelligenz oder hole ich mir ein Upgrade, wo ich 18, 18, 18 bekomme? Das ist die Sache. Weil 18, 18, 18 in Summe ergeben in etwa so viel wahrscheinlich, wie das kostet. Und das könnte ich dann in Intelligenz, wie gesagt, das ist dann die Überlegung. Also, ich weiß nicht, ob das jeder auf plus 10 machen wird. So. Außer eben nur mit Items, die sogar weniger als 2 Millionen Gold geben vom Abadakabadawusi, weil anders kommt man ja eigentlich nicht an Items, die billig sind. Hier, der ist auf 55%. Ich glaube, ein oder zweimal hat er sich leider aufgeheilt, weil ich vergessen habe anzugreifen. Aber jetzt bin ich ja richtig gut geskillt und so und mit den, boah, mit den verbesserten Items. Von daher waren es 11%. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber eventuell wird es ja hier mal was beim Zischbumm, wo ich jetzt stärker geworden bin. Nö, ganz und gar nicht. Der zeigt mir den Stinkefinger. Weil das war ja echt nicht so wenig. Das waren 200, 300 Attribute hier auf die Hauptattribute. Na egal. Geskillt habe ich auch fleißig. Was soll's? Kann man nichts machen. Aber einen Edelstein werde ich doch definitiv suchen. Das wäre ja gelacht, vor allem wenn ich jetzt so gute bekomme. Ich weiß nicht, der ist echt so gut. Den will ich gar nicht verschwenden irgendwie jetzt so. Weil das Rausnehmen ja auch was kostet. Oder 10 Pilze, wie auch immer. Nö, ich glaube, ich nehme ihn doch, oder? Ja. In den Ring, denke ich mal, oder? Ja, rein in den Ring. Die Waffe werde ich ja wohl doch erblättern wollen beim nächsten Mal, wenn dann das Gold-Event kommt. Das Epic-Event, nicht das Gold-Event. So, knappe Sache, knappe Sache. Obwohl ich 4000 Intelligenz mehr habe, so läuft das und mehr Lebenspunkte. Okay, dann die Begleiter habe ich leider auch wenig gekämpft. Sehr wenig. Oh, da bin ich hart abgerutscht. Das ist natürlich bitter. Schatten, 20 Begleiter. Da kann ich direkt mal mit Licht starten. Nicht mal da wird es ein garantierter Win. Mal schauen, was sich da so tut. Zornorks, Dieplatz. Oh mein Gott. Aber schöne Vorarbeit. Das müsste werden. 113 Ehre gewonnen, 4 Ränge aufgestiegen. Ich hätte echt mehr kämpfen sollen. Und Zornorks Level 100. Die Tiny Tina mit 837, also da muss ich auch Schatten nehmen. Mehr als 100, 100, 100, 100, 100, okay, da ist nicht ganz, aber kann Tiny Tina eigentlich nicht haben, weil Dieplatz bei 19 dürfte nicht am Start sein. Übrigens, es gibt auch wieder die anderen Begleiter, so Frühlingspets, wenn mich nicht alles täuscht. Also, warum liege ich jetzt schon so weit hinten? Kann mir das jemand erklären? Ja, verrückt. Das kann doch gar nicht sein. What? Hä? Was zum Henker? Wie geht denn das gerade? Das gibt's ja wohl nicht. Ich meine, was hast du da? Du hast hier... Okay, Flederadatz. Toll. Dann habe ich Pharamum. Rosa Links ist hier noch auf 100. Ja, aber das sind doch die Schwachen. Das kann doch nicht so einen großen Unterschied bis nach ganz hinten bewirken. Ninja gegen Pharamum. Stärke gegen Stärke. What? Der hat ihn gekillt. Ach, kommt, Leute. Okay, das war's wohl mit meiner Glückssträhne. Und es geht direkt los mit richtig viel Pech. Genial.
Sehr genial. Und dann, wenn ich gewinne, gibt's 20 Ehre. Okay, dann würde ich mal... Egal, ich greife nochmal an. Wird's auch ein Los. Jawohl, 5 Ränge abgestiegen. Wenn schon, dann aber richtig. Und 4 Ränge abgestiegen. Jetzt dürfte ich so in etwa Top 30 sein irgendwo. Das läuft. 21. Das ist perfekt. So schnell kann's gehen. Da ist man mal eine Woche lang inaktiv und macht keine Kämpfe. Und schon geht's bergab hier. Okay. Gut. Dann muss ich hier noch kurz rüberschauen. Da habe ich nämlich ein neues Pet bekommen. Ich weiß aber nicht welches. Ist es eventuell Urf? Es ist Urf. Genau. Dann kann ich hier... Wann kann ich spülen? Da gibt es nämlich Under. Der hier rein. 970, ein Edelstein noch und dann war's das. Hier Waffenladen, auch ein bisschen was immer zu erlegen. Und da würde ich mal sagen, muss ich hier noch ein paar Items upgraden. Das eine oder andere. Hier noch was holen. 15 Attribute, 12 auf alle Attribute. Dann die Handschuhe noch. Die Waffe habe ich ja bereits verbessert. Um mir anzusehen, ob es da den Waffenschaden auch betrifft. Nö, leider nicht. Okay. Na gut. 354 bin ich beim Kundschafter auch im Level gestiegen. Dann kann ich hier ebenfalls was ausbauen. Moment mal. Was wollte ich denn hier ausbauen? Das weiß ich gerade gar nicht. Was war das? Steinbruch, oder? Machen wir Steinbruch? Obwohl Holz eigentlich egal. Steinbruch. Auf geht's. Ausbauen dauert 11 Tage. Ressourcen sind mal wieder weg. Okay. Danke für den Stein. Dann skill ich vorher nochmal ein bisschen. Leider kein Geschicklichkeitstrank am Start. Ich habe zwar einen kleineren im Inventar, aber... Jo, 95%. Die habe ich nicht allzu oft vergessen, aber da tut sich einfach nicht. Ja. Schön. Sehr schön. Aber wir haben bei der Gilde den nächsten Dämonenportalgegner. Gerade am Start. Phantasto, der Schmied. Das ist der Schmied, der uns unsere Pilze jetzt abzockt. So ist das also. Aha. Na gut. Und dann greife ich. Machen wir den Turm mal wieder. Oh, kann ich sogar noch skillen. Aber Saufbruder Tack, der wird angegriffen. Und sogar der Krieger killt ihn. Nicht schlecht. Bams. Gibt einen Ring. Int, Ausdauer, Glück. Und den kann ich dann hier... Der kann hier nicht mehr ins Klo, das heißt, den kann ich hier geschmeidig beim Schmied verbraten. Hat keinen Sockel, hat keinen Verkaufswert, kann nicht mehr ins Klo. Von daher direkt zum Schmied. Das ist die einzige gute Sache. Beim Schmied kann man eben diese Epics aus den Dungeons, die man ansonsten nicht verwenden kann, verbraten. Na gut, für dieses Video war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nächstes Mal weiter.